Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, dann wollen wir doch mal gleich reinstarten mit Pittsburgh. Dementsprechend neue Expedition und ich habe nachgeschaut, wir waren letztes Mal Feuer aus der Asche, also machen wir jetzt wieder Gewerkschaftsbeiträge, damit wir hier so ein bisschen Abwechslung haben. Wie gesagt, ich glaube, mit der Kleinen bin ich jetzt auch gerade bei der Gewerkschaftsbeiträge. Da mache ich das ja auch immer im Wechsel und das ist dann halt immer so, ja, ein paar Tage versetzt Aufnahmen und oh, schlimm. Deswegen kam so der Gedanke, du warst doch schon in der Gewerkschaft. Nein, warst du nicht. Mit dem war ich erst in Asche. Deswegen passt. Sitze auf. Na gut. Hey, hier ist Hex. Skippy meinte, du kommst zurück. Sehr gut, wir können dich hier gebrauchen. Treffen wir uns, wenn du in The Pit bist. Muss ich somit auch keine Vorbereitung treffen, weil Feuer aus der Asche mit Blut befleckt ist ein bisschen schwer gegen Ende. Aber das kriegen wir auch hin. So, ich hoffe, dass ich jetzt meine 10 Trocks zusammenkriege. Aber dürfte. Eher gegen Ende. Und ich sollte nicht mit dem Gleisgewehr schießen. Hast du noch nicht. Du kommst rechtzeitig. Ja, ja, komm. Er könnte ein. Du willst. Ja, ja, ich kümmere mich drum. Der Saboteur sorgt dafür. Okay, ich. Seelöwe. Auch wenn ich ihm nicht Seelöwe sage, dann, ne? Interessiert ihn das ein Mist. So, dann wollen wir erstmal. Ich lass mich nicht aus meinem Zuhause vertreiben. Wer bist du? Ach ja. Murmeltier. Ah, Seelöwe. So, komm. Let's go. Eigentlich sollte ich bei ihm bleiben, aber irgendwie habe ich keinen Bock. Der ist noch nicht mal losgelaufen. Meine Güte, ey, du bist ja heute ein Blitzstarter. Oh, mega. Ich krieg ein ganz schlechtes Gefühl. Ja, dann bekommt man eure schlechten Gefühle. Nur die Starken werden überleben. Damit ich wenigstens noch mal ein bisschen was sehe hier. Ja, ist vorbei. Einer weniger. Auf zum nächsten. Und wo schießt er denn? Ich habe mir extra Bärenmantels reingedrückt, damit ich das durch die Wände sehen kann, aber. Ja, ja, immer ein Opfer. Da hinten möchtest du hin, ne? Gut, dann setze ich mich hier hin. Mach den Protektron auch falsch kaputt. Alter, was habe ich hier immer... Also in Gewerkschaftsbeiträgen habe ich immer so extreme Hänger. Ich habe echt keine Ahnung, woran das liegt. So, da sind noch 3 Stück. Kommt ihr oder kommt ihr nicht? Haben wir extra nur für euch Bärenmantels reingedrückt. Weiter zum nächsten. Nicht nur wegen der Intelligenz, sondern damit man das auch mal sieht, wo die sind. So. Da kommen wieder 2. Da kommt noch einer. Ist halt cool, wenn man die vorher schon sehen kann. Wird bloß statt ein rosa Effekt, würde ich mir gerne was anderes wünschen. Geht manchmal so ein bisschen. Ja, so ein bisschen in der Umgebung auf. Schleichender. Schleicher. Schleichender. Schleicher? Na, dann komm raus, du Schleichender. Schleicher. Habt ihr schon gesehen? So, da drin ist auch noch einer. Wo ist unser Bombenleger? So, er setzt sich hier unten. Okay. Was bist du? Hab dich nicht verstanden. Das kannst du nicht. Glaube ich nicht. Zurück. Zurück nach The Pit.
Na, dann geh doch noch zurück nach The Pit. So, jetzt können wir hier einmal kurz zwischenlooten. Bring dich in Sicherheit, bevor es knallt. Ich verschwinde. Nein, es knallt gleich. So, gehen wir gleich schon nach The Pen durch. So, halt, ich muss ja... Ja, komm, Stahl kann ich gleich immer noch gucken. Mit Counter sieht das ein bisschen besser aus. Da bist du ja, komm rein. So. Dann wollen wir einmal schnell hier hoch. Sie dürfen nicht gewinnen. Wir müssen Danke. Genau. Das meine ich hier, echt. Bitteschön. Kronkorken übrig? Fall nicht auf die Nummer rein. Die brauchen Hex? Hex? Schön, dass du es geschafft hast. Du bist sehr groß. So. Sie haben gewonnen. Finde. Danke. Bevor du losziehst, pass da drin auf. Ja, ich passe da drin immer auf mich auf. Und er repariert die Heizung mit dem Fuß. Hey, na. Na denn? Nun? Aber die Mission annehmen und dann gucken wir mal nach Stahlbahn. Einmal hier so ein bisschen durchlaufen. Ne, hier haben wir heute keinen. Ah doch, da hinten, da hat das geblitzt. Da hat es geblitzt. Wunderbar. So, dann hier nochmal durchlaufen. Ah, hier im Bus blitzt es auch. Wunderbar, nehmen wir mit. Obwohl, komm, nee, ich laufe aber erstmal auf der Seite hier lang. Ist irgendwas. Jetzt werden mir sogar schon die Türen aufgemacht. Alles wird dunkel. Glaube ich dir doch nicht, dass das alles dunkel wird. So. Alles wird dunkel. Ne, wird immer alles dunkel. Weil hell wäre ja auch doof, ne? So, gucken wir hier nochmal rein. Hallöchen, die Herren. Halt unfair, zurück, wenn man die schon vorher sieht. Zurück nach Schrecken. The Pit. Hier auf der Seite lächelt mich nie Stahl an. Immer nur Gegner. Naja gut, wir brauchen ja EP, also von daher passt das schon. Stahl, wo bist du? Oh, Bärenmantets. Haben aufgehört. Ja, aber irgendwie heute nicht so richtig Lack mit dem Barren suchen. Na gut, drei Bahnen will ich aber auf jeden Fall hier draußen rumfinden. Der schleichende Schleicher hat seinen dritten Bahn gefunden. So, einmal kurz Muni mitnehmen, damit uns die auch hier nicht ausgeht. Ja gut, dann laufen wir jetzt schon rein. Die anderen zwei, die werde ich drin finden. Zwei Stück da drinnen zu suchen, ist nicht schwer. Besser als volle 5. Weil volle 5, Ich weiß, dass meine Kämpfer wahrscheinlich irgendwo da drinnen in ihren Zellen verrotten. Es muss einen Wächter geben. Bring ihn zur Strecke, nimm dir den Schlüssel und befreie die Gefangenen. Vielleicht sind auch nicht alle am selben Ort. Schau dich also um, damit du niemanden übersiehst. Na? Gib den Bahn. Endlich ist es vorbei. Natürlich ist es vorbei. War, ist das eines dieser Dinger? Nein. Alles cool. Na, ich überlege mir mal, ob ich euch helfe. So, dann laufen wir jetzt hier nochmal durch. Schöne Farbdose kann man immer mitnehmen. Töten war es das wert. Oh, 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 oh. Zurück.
So. Ja. Du willst nicht, dass ich dich finde. Nee. Will ich nicht. Hab Angst. Gucken wir mal. Nichts. Muss ich noch auf die andere Seite rüber hier. Und ich glaube, ich habe mich wieder ein bisschen verlaufen. Ja, habe ich. Hier unten war die Tür. Nicht Mittel. Ja, dass ich mir das hier in der... im Stahlwerk nie merken kann, wo ich genau hin muss. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite der Schmiede. Kam ich hier durch? Nee, das ist wieder nur... weiter unten. Ein weiterer Tag. Weiß nicht, wie ich das wagen kann. Ganz einfach. Oh. Das höre ich gerne. Achtung, der Flüchtling sollte als bewaffnet und gefährlich betrachtet werden. Nehmen wir doch gleich mit hier. So. Zack. Na, wer schießt denn da? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gerade ein bisschen in die falsche Richtung laufe, ne? Ne, gut, laufen wir erstmal. Ich achte gerade eigentlich mehr auf die Stahlbahn, weil einer fehlt ja noch. Hätten wir von der anderen Seite reingehen sollen, dann wäre es ein bisschen einfacher gewesen. Dann wäre ich gleich beim Wächter gewesen. Ja, well not. Wer zuhören kann, ne? Zurück. Zurück nach. Hm? Da unten ist sogar mein letzter Stahlbahn. So. Du kannst uns nicht alle töten. Schreit sie und ist noch angelehnt hier. Also schlimm. Ja, da ist er ja. Auf die Knie mit dir. Aua. In den Betteln. So. Da oben haben wir den Wächter. Natürlich, ich will den Wächter anvisieren und visiere irgendwas neben mir an. Passt schon. So, einmal Schlüssel. So, und ich bin hier eben reingerannt. Dann gehen wir jetzt mal die Gefangenen befreien. In der Hoffnung, dass ich mich hier drinnen nicht wieder verlaufe. Zurück nach The Pit. Er hätte ja klappen können. Was, ihr habt mich nicht gesehen. Ich spring direkt vor euch runter. Nee, Fehlalarm ist es hier nicht. So, alle hops. Alle hops. Machen wir die ersten auf. Nur noch ganz rüber bis zu den anderen Latschen, aber naja. Sieht aber nicht so aus, als hätte ich hier heute die Fässer. Die Giftfässer danach. Na, mal gucken. Lass mal rüberlatschen hier. Einmal im Kompletten. Und hey, euch befreien. Die Fanatiker benutzen die Tiegel, um giftige Chemikalien für ihre Waffen zusammenzubrauen. Diese Waffen sind auf uns gerichtet. Wir müssen diese Kessel sabotieren. Finde was, um es reinzuwerfen und ihren Vorrat zu vernichten. Die haben sicher irgendwelche Fässer, mit denen das funktioniert. Ja, die Fässer mal wieder. Na gut. Das heißt, wir werden gleich wieder in Hyperspeed unterwegs sein. Ich muss auf die andere Seite. Also heute werden wir richtig schön ausgebremst. So, dann haben wir einmal Kühlmittel. Die Strahlung brennt.
So, und jetzt machen wir es mal anders. Ich werde mal kurz Damage reduzieren und Achtung, Granate reinschmeißen hier. Dann ist das ein bisschen easier zu werfen. Bin ich schön auf Stufe 3, damit es richtig schön leicht ist. Und dann kann man die Dinger schon weit werfen. Und das klein bisschen Damage, das sind ja 20%, die ich jetzt weniger mache. Oh mein Gott. Da dürfte der Ausputzer überleben. So, hier muss ich aber trotzdem hochlaufen. Leider. Ne? Gut. Bin ich aufs V gekommen hier. So, wieder neu holen. Das sah so aus, als wenn da jetzt ein Gewehr mich jetzt angeguckt hat. So, dann hier hinten einmal. Nehmen wir erstmal den einzelnen. Dann kommen wir ja gleich schon zu den Troggis. Ja, das schaffe ich so nicht. Stelle ich mich doch hier drauf. So. Was man nicht alles für 10 Trogs macht. So, hier nochmal Loot. Und dann jetzt noch einmal bis da hinten hin. Ich kann eigentlich auch sneaken. Also es ist an und für sich wurscht, ob ich jetzt nun laufe oder ob ich jetzt nun sneaky dahin gehe. Stark sein. Gnadenlos. Ich sehe es nicht richtig. Scheint aber getroffen zu haben. Keuch, keuch, keuch. Okay. Jo, hat getroffen. Wunderbar. Dann ist jetzt nur noch der eine da. Und dann sollen wir ja schon wieder zum Ausgang gehen. Noch ein Tag. Lups. Die Gießerei-Fanatiker legen sich so schnell nicht mehr mit uns an. Das war heldenhaft. Du hast uns Zeit verschafft, um uns neu aufzustellen und zu überleben. Geh zur Nachbesprechung zurück zu The Pen, aber bleib auf der Hut. Bleib immer auf der Hut. Ja, wir bleiben immer auf der Hut. So, ich werde jetzt auch das Gleisgewehr nehmen, weil... Wir kriegen keine Pause. Da kommen noch mehr Trogs. Du musst zurückkommen. Schnell. Sneaken gegenüber Trogs ist meistens immer so... semi-effizient. Auch wenn es jetzt gegen Ende nochmal ordentlich Gleisbolzen gibt. Und ich jetzt auch keine Giftresistenz habe, aber naja, egal. Denke ich auch in die Gewerkschaft, die habe ich ja eigentlich auch bei. Ah, es frisst Fusions gerne. Egal, komm. YOLO. Für die 10 Sekunden ist es okay, dann habe ich wenigstens eine Giftresistenz drin. Dann habe ich keinen Unnachgiebig-Bonus mehr. Nee, komm. Ich probiere es so. Vertraue auf meine Rüstung. So, wo seid ihr denn? Block Nummer 1. Bock Nummer 2. Und nochmal ein Super Stimpack. Bock Nummer 3. Nummer 4. Da kommt 5. Oh, ich mag mein Vierfach. Du sprichst so, als wenn du neben mir stehst, Mensch. Nummer 6. Kurz ein bisschen was Verdünntes reinschmeißen hier. Nummer 7. Nummer 8. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ne, erst will ich den hier haben, weil er abgehauen ist. Und jetzt nehme ich dich. So, wer hat Hunger? Du hast Hunger. Und du bist der Letzte. So. Oh. Da war Gifty bei.
Ne, komm. Mal richtig durchpfeifen hier mit der Lokomotive. So. Also ich denke mal, Trox habe ich genug gemacht. Hier noch Muni Plus gemacht. Das auf dem Vierfach. Na, dann wollen wir mal gucken hier. Wie sollen wir das jemals in Ordnung kriegen? Lässt du mal Hex in Ruhe. So, schon mal nachladen. Kommt der nächste raus. Ach Mensch. Was haben wir denn da jetzt erwischt? Gift? Das war nicht so gut. Ja, komm, komm, komm. Vielleicht nicht ganz. Jetzt aber. Ah, jetzt sind sie alle tot. Gut. Dann können wir schon abgeben. Gehe ich diesmal zuerst bei Wicker ab. Hey. Ja, hier sind deine Sachen. Hier sind deine Vorräte. Lange können wir sie nicht zurück. Danke nochmal für deine. Du hast den Appell. So, hier, okay. Bitteschön. Einen guten. Und tschüss. Neuer Tag, neuer Strahlensturm. Ein Sturm? Wo denn? Wir sind hier nicht in den Gruben. Und das, was strahlen soll, das strahlt hier nicht. So. Lennox. Bereit zum Aufstieg? Ja, natürlich. Ab Spring nach Hause. Rein, dann geht's. Wollen wir noch mal gucken, was wir Schönes kriegen. Ach schon. Ich hoffe auf meinen schönen Bauplan. Gewerkschaftsrüstung Stealth Boy. Ich hätte die Waffe wechseln sollen. Egal. Stealth Boy. Stealth Boy. Eigentlich eher nicht so, weil ist ja seit legendäre Rüstungen, also legendäre Power-Rüstungsteile drauf sind, nimmt man eher Chameleon, weil Stealth Boy frisst halt permanent deine AP weg. Chameleon, du setzt dich einfach nur hin. Hast genau dasselbe wie Stealth Boy. Schöner Bauplan ist es nicht, aber zur Komplettierung ist der vollkommen in Ordnung. So, dann wollen wir auch gleich mal den einmal lernen, damit ich ihn nicht nochmal lernen muss. Handel und Schwerkraft halten die Welt am Laufen. Solltest beides zu schätzen wissen. Handel und Schwerkraft. Nuka Sherry und eine Nuka Flasche nur. Ja, Schrauben haben wir auch gekriegt nebenbei. Dabei habe ich noch nicht mal Ausschau danach gehalten. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann!